Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Oh mein Gott! Und zwar waren wir ja bei der Leipziger Buchmesse und wer hat sich da noch nicht gedacht, scheiße, ich hole mir mal so eine scheiß Lucky Bag. Was? Und der gute Waldi ist heute da. Echt? Du hast dir was Schönes gekauft, zeig's uns. Auf jeden Fall eine 50 Euro Lucky Bag Tüte im Wert von insgesamt über 100 Euro oder 100 Euro. Und eine Merchandise-Kiste oder eine Box für 30 Euro. Hat aber kein Glück gehabt beim Würfeln. Also das kann man sich so vorstellen, dass man da ja am Stand würfeln kann. Und wenn du einen Pasch hast, Sechser Pasch, dann kriegst du diese Box umsonst. Wait a minute. Beim ersten Mal ist es kostenlos, oder? Man hatte drei Versuche. Drei Versuche. Ja, und wenn man den dritten nicht geschafft hat, hat man 30 Euro bezahlt und ja, hat man halt die Kiste. Dann öffne ich die mal zuerst. Bin ich gespannt, was für 30 Euro drin ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Glühlok-Mütze. Kontaktlinsen. Oh, give me. Das sind Kontaktlinsen. Farbige Kontaktlinsen. Was für Farben? Das bleibt nicht für verwendbar. Jetzt habe ich zwei Kontaktlinsen, eine rote und eine Oblivion. Und was vakuumverpackt ist. Da ist ein Button dabei von. Ich weiß nicht, wer das ist. Eine Schöne. Es ist ein. Nein! Oh! Mädchen-Sushi! Ja, mega cool. Die musst du erstmal auseinanderziehen, oder? Ja, gab's schon. Also hier eine Sushi-Bushi und das bei 30 Euro finde ich, das war echt in Ordnung. Genauso wie dieser wunderschöne Hut, das ist echt in Ordnung, finde ich. Und die Kontaktlinsen. Und Kontaktlinsen. Was ist der Wert so generell? Also wenn du den gekauft hast, 20 Euro. Ja, auch. 15 20. bis 20 Euro, also das ist echt okay für 30. Also ist nicht so eine dicke, sondern halt so dünne, aber trotzdem hat schon einen Wert. Kaneki. Mal. 50 Euro Lucky Bag. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin voll oft daran vorbeigegangen, hab mir gedacht, welcher Trottel kauft sich für 50 Euro so eine Scheiße? Dieser Trottel! Gesehen habt, ich habe mir die Kleinen von Fairy Tail und so weiter gekauft. Das war ja der letzte Rotz. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück von Herzen. Auf jeden Fall. Das war die limitierte Figur, die er gerade zerschnitten hat. Oh, auf jeden Fall was so ein Game of Thrones. Ja, gefühlt! Eine Tasse? Ja! Wert von 12 Euro. Steht da noch echt, oben? Echt, da steht ja wirklich sogar noch der Preis drauf. Ja. Mangamafia.de. Dann noch eine CD von Salty Ray. Auch 12 Euro. Ich noch nie gesehen, okay. Ich auch nicht, aber sieht interessant aus. Auf den ersten Blick. Also hier, zack, Anime mit dabei. Ich habe extra den Preis drauf geschrieben, dass man sich nicht verarscht bekommt. One Piece Aufkleber, die ich schon habe. Der andere Wundertüte. 6 Euro. Auf jeden Fall. Ja, NES. Schlüsselanhänger aus Silikon. Wie es aussieht für 9 Euro. Werde ich sofort anhängen. Der One Piece Flagge. Kenn diesen Design, aber ich weiß nicht von welchen Crew das ist. Haha, wie geil. Figur. Kaito. 50 Euro. Schocker. Diva. Project Diva. Okay, dann rechnen wir mal zusammen, was bei diesen Preisen so zusammenkommt. Wir fangen an mit der großen Figur. 49 Euro. Jetzt sind wir genau bei 100 Euro. Was? Und ja, das klingt schon sehr, sehr geplant, weil es steht ja auch drin, es ist ja im Mindestwert von 100 Euro. Also den Mindestwert haben wir hier bekommen. Für 50 Euro finde ich es echt fair, wenn man Kaito mag. Die Figur ist schon fair. Also 39, 49 ist schon wirklich, also die ist echt groß. Kann man schon mit rechnen auf dem deutschen Markt, auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja auch von der FWM, also Frankfurter Buchmesse, auch so eine 50er geholt und da hatte ich eine Hatsune Miku. Auch genau dieselbe Größe, auch 50 Euro, also 49 Euro. Ein wahrer Saiyajin spritzt, wenn er pinkelt. Was sagst du zu deinen zwei Paketen? Bist du zufrieden? Findest du den Preis fair? Klar. Ja, dann danke ich dir, dass du dabei warst und ich nehme die Sachen und werde sie für dich längere Zeit verwahren. Ein bisschen Fun haben. Ich habe noch nie Applaus nach einem Videodreh bekommen. Das ist mir auch neu. Hey, wir haben geklatscht, als wir in Leipzig angekommen sind. Bei einer fucking, wie bei so einem fucking Flugzeug. Wir sind in Leipzig!
Okay, ich glaube, das daraus ist ja nicht Charlie Süde, aber trotzdem. Mann, das ist schrecklich. Das ist echt überraschend.